Herzlich willkommen am GIBZ, dem Gewerblich-Industriellen Bildungszentrum Zug. Gerne stellen wir Ihnen das Bring-Your-Own-Device-Konzept vor und erklären das Handling. Das System heißt Bring-Your-Own-Device. Alle Benutzenden bringen ihr eigenes Gerät mit in das Bildungszentrum. Im Unterrichtsraum steht Ihnen ein Beamer mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln und einem Bildverhältnis von 16:10 sowie ein externes Bedienpanel zur Verfügung. Auf den Tischen finden Sie einen Vorschaumonitor, eine Dockingstation mit USB-C-Anschluss, ein HDMI-Anschlusskabel mit Adapter zum Mini-Displayport und einen Logitech Presenter. Zunächst schalten Sie den Beamer über das Bedienpanel ein. Dann schließen Sie Ihr Bring Your Own Device an das System an. Verfügt das Gerät über einen USB-C-Anschluss, der das Videosignal übermittelt, kann das bereitliegende USB-C-Anschlusskabel von der Dockingstation verwendet werden. Falls kein Bild kommt und falls vorhanden, probieren Sie verschiedene USB-C-Anschlussbuchsen an Ihrem Bring Your Own Device aus. Sobald Sie das Bring Your Own Device über USB-C angeschlossen haben, können Sie die Betriebsvariante mit verschiedenen Projektionsflächen einstellen. Dazu drücken Sie die Taste Windows und den Buchstaben P gleichzeitig auf Ihrer Tastatur. Nun haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können Anzeige duplizieren auswählen, das heißt, Sie sehen auf dem Monitor Ihres Gerätes, dem Vorschaumonitor und dem Beamer das gleiche Bild. Klicken Sie auf Erweitern, sehen Sie auf dem Vorschaumonitor und dem Beamer die erweiterte Anzeige. Um zu bestimmen, auf welchem Bildschirm Sie welches Bild sehen, machen Sie einen Rechtsklick auf den Desktop. Wählen Sie die Anzeigeneinstellungen aus. Es öffnet sich ein Fenster, in dem durch Verschieben der Monitorsymbole mit der Maus die Position der Monitore definiert werden kann. Die finale Positionierung bestätigen Sie durch einen Klick auf Anwenden. Wenn Sie mit der Stifteingabe arbeiten, wählen Sie in der Eingabe Duplizieren. Sie sehen nun das, was Sie auf dem Monitor des Bring Your Own Device schreiben, sowohl auf dem Vorschaumonitor als auch auf dem Beamer. Falls kein entsprechender USB-C-Anschluss am Bring Your Own Device vorhanden ist, schließen Sie das Bring Your Own Device über das bereitliegende HDMI bzw. über den Adapter HDMI auf Mini-Displayport an. In diesem Fall muss auf dem Bedienpanel extern ausgewählt werden. Als Betriebsart, für die Sie wieder die Tasten Windows und P drücken, kommt in diesem Fall nur Duplizieren ohne Vorschaumonitor in Frage. Für den Netzwerkzugang nutzen Sie das WLAN mit der SSID EduRoam. Als Benutzername verwenden Sie mit dem Ihnen bekannten Passwort. Normalerweise wird der Ton standardmäßig über die Zimmerlautsprecher ausgegeben. Falls dies nicht funktioniert oder die Tonausgabe über das eigene Gerät gewünscht ist, kann dies über einen Klick auf das Lautsprechersymbol im Infobereich der Taskleiste vorgenommen werden. Nun ist das Bring Your Own Device für die Präsentation eingerichtet. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches und gutes Arbeiten mit der Infrastruktur des GIBZ. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.